Alles klar, schauen wir uns mal um. Wie schön, dass hier eine Baustelle ist. Hast du alles nach drinnen geschafft? Aha. Fast. Was heißt dir fast? Schnapp dir eine Kiste und beweg deinen Arsch. Ey, ich hab Pause, chill. Genug abgeschimmelt. Hol den Scheiß von der Straße. Mach's doch selber, wenn du es so eilig hast. Hältst dich wohl für was ganz Besonderes, was? Ja, klar. Was sind das? Krähen. Scavenger. Na toll. Ach ja? Ich bin seit 4 Tagen hier und mache nichts, als in Kisten zu schleppen. Scheiß, ich steig aus! Okay. What the fuck? Die Kamera. Könnte ein Problem werden. Aber wir können sie auch deaktivieren. Tada! Aus die Maus. Okay. Dann schleichen wir uns mal rein. Da schaut einer Fernseh. Das hier nehmen wir mal mit. Visumsinhaber müssen 20 Jahre unter der WCS arbeiten. Erst anschließend winkt die Aussicht auf ein dauerhaftes Wohnrecht, eine Heiratsgenehmigung und natürlich die Einstellung. Hey, Kumpel! Für dich gibt's keine Heiratsgenehmigung mehr. Tschüss! Immer mehr flüchten aus den überfluteten Teilen Belgiens und den Niederlanden. Auch los geworden. Was haben wir denn da? In den letzten Wochen hat das Land über ein Dutzend Flüchtlingsschiffe versenkt. Und trotz humanitärer Bemühungen sind fast 60 Menschen ums Leben gekommen. Gibt es denn Himmel auf Erden? Die dauerhafte menschliche Besiedlung in der Antarktis. Entführung. 75 Cyberware. 75 Jahre Cyberware. Okay, hier kann man wieder irgendwas ein bisschen lesen. Gut. Heute den 10. Jahrestag. Viele natürliche Ressourcen verbergen sich unter dem Eis. Infolgedessen hat sich die Wirtschaft des Kontinents rasch entwickelt. Infolgedessen forderte dies auch einige Opfer in Form von Umweltschäden. Doch die Einwohner des Südpols leben Der bewacht das Tor. Weiter, zumal vor kurzem das erste Na dann mal los. Surprise, Motherfucker! Damit hast du nicht gerechnet, hä? Huh? Zack! Und rein mit dir in die Tonne! Gut. Weiter. Einer am Automat. Repariert was. Hey! Und? Fehler gefunden? Ich schon. Du gehörst ja nicht hin. Du gehörst in die Tanne. Ciao. Okay. Leiter nach oben. Das nehme ich mit. Ich muss jetzt einen gewagten Sprung hinkriegen. Oh Mist, das war nichts. Das war schon eher was. Okay. Ich wusste, ich komme hier rein. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Was zum Teufel soll Ihre heißen, wa? Ich sitze hier nur rum und mach nichts. Ich sehe deine hässliche Fresse öfter als den Schwanz meines Inputs. Junge, Junge. Du könntest hin und wieder mal was Interessantes vom Stapel lassen. Oh oh. Den Scheiß wird oder so. Mir egal. Shit. Wir haben ja sonst nichts zu tun in diesem Drecksloch. Hast du gestern Abend ferngesehen? Was ist mit der Kamera? Die ist aus, oder? Sieht so aus. Nein, die ist an. Shit. Deaktivieren. Wie sieht's
nichts mit Essen aus. Nein, sie ist aktiviert worden. Shit. Erblinden wird ein bisschen schwierig. Okay. Mist. Ich wusste nicht, dass ich das Ganze deaktiviere, aber egal. So, ganzes Netz deaktiviert. Und zack. Hab ich dich. Komm mit mir, Kumpel. Na? Willst du ein bisschen frische Luft schnappen? Kannst du haben! Auf. Raus mit dir. Gib mir deine Mütze. Sieht ganz nett aus. Okay. Zu und zu. Weiter. Ich muss irgendwie nach unten kommen. Darf mich aber nicht erwischen lassen. Wird schwierig. Aber nicht unmachbar. Okay. Danke. Für die fetten Eddies. Wow. Zack und zack. Das war knapp. Ah, die hat die Augen offen gehalten. Gut. Schon gedacht, dass sie mich entdeckt haben. Haben sie aber nicht. Bewach du mal schön weiter. Ich muss nach unten. Aber als erstes hole ich mir das noch. Danke. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Hey. Der Weg ist aber nicht frei, ja? Das solltest du wissen. Ah, eine Kiste. Nehmen wir mit. Alles klar. Dann mal rein in die gute Stube. Keine Skaffs hier. Schon komisch. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Hä? Ich wette, da halten sie fest. Hörst du das? Wo kommst du denn jetzt so schnell her? Das kenne ich. Was? Welches Hemd? Oh, Scheiße. Ja, ohne Zweifel. Fuck. Sie haben ihre Klamotten also weggeschmissen, ja? Fuck. Oh Mann. Das ist echt krank hier. Der kranke Scheiß beginnt erst jetzt noch, hä? Wir haben nicht genug Methionin für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Erythritol. Süßkram für Erwachsene. Dieses RTL macht doch keinen Schaum vom Mund oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir hier backen? Propylmethionin macht so derbe High, dass ich selbst ein Animal in die Hose kacken würde. Und du denkst, ein bisschen künstlicher Süßstoff macht was aus? Ich verstehe nicht, warum die das nehmen. Das kauft keiner, weil er es mag. Abgesehen von den Irren. Wer kauft es dann? Die verfickten Konzerne, Mann. Okay. Schluss mit lustig. Ihr macht euren Laden jetzt zu. Sowas von. Shit. Hat die was gehört? Ich glaube nicht. Sicher bin ich mir aber nicht. Besser, wir locken sie weg. Irgendwie.
Irgendwas stimmt nicht. Ja. Dann schau nach. Los. Stroboskop ist angesagt. Miststück. Irgendwas stimmt nicht mit euch, ihr Penner. Okay. Wie sieht's aus? Sieht gut aus, ne? Hey, wie? Mach was, verdammte Scheiße! Was denn? Schrei doch hier nicht so rum. Wir sind hier gerade noch am Schleichen. Ah. Sind sie losgeworden? Bist du froh? Junge, Junge. Was ist das? Implantate. Okay. Schauen wir mal auf den hier Computer. Zack. Was können wir denn da rausholen? C1, BD. BD 55. Naja, wenigstens ein paar Eddies konnte ich transferieren. Naja, der Rest zu vergessen. Okay. Gehen wir weiter. Aber leise. Und schrei hier nicht so rum. Moment. Was ist das? Oh. Sieht aus, als wären Snuffs nur die Spitze des Eisbergs. Puh. Was ist das? Sea Keef. Halluzinogen. Hm. Was ist das denn? Riecht nach Propylmethionin. Müssen hier RPM kochen. RPM. Habe ich immer auf mein Frühstück gestreut. Was? Dein Ernst? Das ist doch nicht dein Ernst. Ach, schau an. Wieder ein bisschen was zum Mitnehmen. Was ist das? Okay. Hightech zu Hause. Hm. Uninteressant. Sonst noch was? Okay, das sind ein paar Pillen. Gehen wir weiter. Leise. Wir müssen in den Korridor, an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Entscheidung, aber trödel nicht. Woher weißt du das? Hab seine Bude gesehen. Deshalb. Ist halt der Boss, also sollte er auch wie einer leben. Verschwindet der Boss, weil jede Furzen wie du. Furzen wie du? Früher waren Furzen einfach nur Furzen. Jetzt sind wir diejenigen, die das Sagen haben. Ah, ja. Wie wär's, wenn wir aufhören zu verlieren und zur Abwechslung mal gewinnen? Und ich, wir laden die Kisten in meine alte Karre und machen uns davon. Scheiße, ich dachte, die gehen auf. Okay. Shit. Vorsicht, die haben was gehört. Haben sie nicht, beruhig dich. Die zwei träumen vom großen Geld, das sie nie bekommen. Scheiße. Wie machen wir das? Hm. Ich kann den einen ablenken. Oh. Ja, so zum Beispiel. Scheiße, nicht mehr genug Punkte. Dann sollte ich mal Bleach-Protokoll machen. Ah. 55 C und C1 Session. Gut. Okay. Fangen wir an. Was? Warum nicht? Ach Mist.
Verschwinde da, sonst sehen sie uns. Schrei du nicht so rum. Jetzt. Jetzt, der ist weg. Jetzt schnappen wir uns den hier. Zack, komm her. Drecksack. Komm hier, schön nach hinten. Und jetzt stirb. Gut. Wieder einer weniger. Was ist denn da los? Wieso kann ich keine Ablenkung starten? Schade. Wo ist der andere? Ab in den Korridor. Hast du dich um den gekümmert? Wow. Ich bin beeindruckt. Du kannst ja doch jemanden töten. Alles klar. Schauen wir uns erstmal um. Vielleicht gibt es hier was Interessantes. Oh. Nice. Achilles. Komm zu Papa. Okay. Da drüben ist noch was. Lass doch deinen Müll nicht so rumliegen. Versteck ihn wenigstens. Arasaka lässt grüßen. Danke. So. Lass den mal um die Ecke bringen. Ja, hier liegt er perfekt. Sehr gut. Bisschen Muni. Und eine Handgranate. Alles klar. Oh fuck, Alter. Wie viele haben die abgeschlachtet? Überall Cyberware von Menschen, die wahrscheinlich nicht mehr am Leben sind. Scheiße, was macht der da? Willkommen bei den N54 News. Ich bin Scheiße. Gibt der sich gerade ein BD oder was? Ich glaube schon. Im Jahre 2023 wurde Night City erschüttert, denn damals detonierte ein taktischer Nuklearsprengkörper im NC-Hauptquartier Arasaka. Den kennen wir uns nicht. Irgendwie pssst. Johnny, Ruhe. Damals bei Samurai haben wir da drin nach Background-Tänzerinnen gesucht. Okay. Wow. Echt originell. Sieht aus, als wart ihr nicht die Einzigen mit so genialen Ideen. Das war eine unerschöpfliche Goldmine für Frauen. Okay. Wenn du das sagst. Der ist sowieso eigentlich abgelenkt. Aber ich will eigentlich keinen von denen entkommen lassen. Obwohl... Komm her! Ja, so! Na? Schluss mit Fernsehgucken und sich einscheppern! Zumindest sah das so aus dem Fenster. Als ich reingeguckt habe. Okay. Ein echter Acid-Trip. Nur nicht so, wie ihr glaubt. Naja, das ist die Werbung für die BDs oder was. Könnt ihr euch schön durchlesen, pausieren. Ich lese es nach einem Schnitt. Nach der Pause werfen wir einen Blick auf Neues aus der Welt. Okay. Können wir hier rein? Mit Gewalt. Es macht zu viel Lärm. Wir hier. Sex und Chrome, das kennen wir schon. Aber manchmal ist das auch das Gleiche. Falls man es irgendwo liegen lassen hat, wahrscheinlich. Oh, da ist die Motte. Wir sind hier richtig. Okay. Da waren wir drin. Da sind zwei. Ja. Ich lenk sie ab. Du erledigst sie. Was willst du denn machen?
An den Rohren da rumspielen, Rauch erzeugen. Ich bin zu jung, um dort zu drehen. Die Show geht gleich los. Geh in Deckung. Ich bin in Deckung. Jetzt, mach sie fertig. Sorry, aber hier geht gar nichts los. Ist wohl nach hinten losgegangen. Okay. Schnapp du dir den am Rohr. Ich schnapp mir den hier. Surprise! Und tschüss. Jawoll. Nice. Nices Teil, nehmen wir mit. Herrlich. Wow, dein Superplan hat geklappt. Nicht. Was hab ich? Ich hab mal wieder alles ins Lot gebracht. Okay. Sicher ist sicher, Gangs in Night City. Okay. Das ist wieder eine Kolonne. Okay. Sehr interessant, aber nicht für mich. Aha. Gut. Das war's. Sonst noch was hier? Schau an, tatsächlich. Wir müssen noch weiter runter. Oh, fuck. Anschein. Klassiker. Geht immer. Scheiße, Johnny, Mann. Die haben hier welche gefangen gehalten, um sie zu töten, um Snuff-Filme zu drehen. Weil die hier aus Stahl sind, nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt. Kommt auf keinen Fall mehr raus. Oh, hier ist die Pizza. Okay, wir sind hier richtig. Die Gefangenen haben die Pizza bekommen. I'm me, not me. Oh, bitte nicht mich, bitte, bitte nicht mich. Oh mein Gott. Sie haben die Wände voll gekritzelt. Mit ihrem Blut, so es aussieht. Gott im Himmel. Zum Glück ist hier niemand mehr. Lass das Dickerchen erstmal verstecken. Nein, mit dir. Tschüss. Oh. Hätte ich beinahe vergessen. Warte, den hier müssen wir auch noch ein bisschen loswerden. Scheiße. Vielleicht hier rein? Hier ins dunkle Eck sieht ihn keiner. Außer vielleicht seine hässliche Maske. Okay. Weiter. Ich höre Musik. Hoffentlich sind die nicht gerade dabei, Evelyn abzumurksen. Los. Scheiße. Es scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Na, dann schau mal. Und? Was gefunden? Außer Sexzeitschriften. Und eine Menge Überwachungskram. Hm. Solange du mit dem Technikkram Ding beschäftigt bist, suche ich mal weiter. Vielleicht finde ich Evelyn. Alleine. Ich weiß es nicht. Mist. Türe wieder auf. Ping mir mal deine Freunde an.
Zumindest nicht hier drin. Oh Mann. Ihr verdammten Metzger. Komm her! Ja, ja. Dein Film ist vorbei. Du drehst jetzt deinen in der Hölle. Und zwar immer wieder, wie ich von hinten komme und dich umlege. Scheiße. Das ist ja fast wie in einem Horrorfilm. Die Wahrheit über Cyberpsychos. Okay. Fuck. Ist es hier drin? Eine Mod für die Manti-Klingen. Irgendwann mal kaufe ich mir die. Irgendwann mal habe ich genug Eddies für die und dann werden die zugelegt, aber sowas von. Okay. Was zur Hölle? Alter. Die haben alle Implantate rausgerissen. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Wie äußerst effizient. Alter. Scheiße. Scavs, egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Hattest wohl schon das Vergnügen mit welchen? Leider ja. Das Zeug hier mit. Sind echt wie Kakerlaken. Nee, echt. Diese verdammten Scavs. Shit. Mal gucken. Vielleicht können wir ein bisschen Geld abzweigen. Jawohl. Oh, ein paar Eddies konnte ich rüber transferieren. Nicht schlecht. Mist. Die Tür ist verschlossen. Müssen wir die andere Tür nehmen. Ich hoffe, die ist offen. Sieht gut aus. Anping. Das ist der Rest vom Fest. Ich hasse diesen Ort. Warum? Weil uns keiner überwacht und wir jeden Tag chillen können. Weil wir nicht den ganzen Tag draußen im Regen stehen müssen. Ja, das ist echt scheiße, Mann. Nein, ich hasse es, dass hier alle dumm wie Brot sind. Ha, die Tür ist da drüben. Hey, dich hält keiner auf. Oder ich schlag dir einfach den Schädel ein. Dann bist du still. Meine Fresse. Wo hat dich der Onkel denn angefasst? Shit. Das ist einfach nur. Hier riecht's, als hätte jemand auf eine verwesende Leiche gepisst. Mach den Spaziergang zu den Docks. Dein Hirn braucht Sauerstoff. Die Docks hasse ich auch. Die ganze Stadt ist eine stinkende Güllegrube. Fuck. Dem Schalli könnte ich jetzt einfach... Mist. Alles deaktiviert. Ah, Ablenkungsmanöver. Los geht's. Nun, schau da mich schon. Genau, geh nachschauen. Und du? Mach's gut. Rein mit dir da. Da drinne verbrennen. Und du, na? Hat dir den Stroboskop nicht gefallen? Okay. Scheiße. Vielleicht ist sie ja hier. Oh, das war sie zum Glück nicht.
Das ist sie auch nicht. Und das? Nein. Verdammte Dreckschweine. Kann ich den nicht da reinwerfen? Geht das nicht? Wie schade. Penner. Was? Nämlich. Fuck! Okay, Kumpel. Zeit zu brennen. Ich schlag dich wie eine Sau. Oh, fuck. Ja. Wow, die neue Knarre ist echt geil. Okay. Das war's. Ich glaube, der Rest ist nicht mehr am Leben, aber sicher bin ich nicht. Fuck, wo kamen die denn jetzt plötzlich her? Ah, wow! Oh nein! Ach, Kacke, Alter. Wo kam der jetzt her einfach? Ist einfach hinter mir gespawnt. Was soll das? Oh, egal. So haben wir nochmal die Chance, die leise auszuknipsen. Auf ein neues. Okay. Versuchen wir uns mal da hochzuschleichen. Shit. Okay. Nein, 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 nein. Sehr gut. Keiner da. Sehr gut. Hm. Was haben wir denn hier? Ofen zur Sprengung zwingen. Macht aber zu viel Lärm. Das Kamerasystem habe ich hier schon offline geschalten. Aber ich würde trotzdem eine Remote mal durchgucken. Keiner. Keine Evelyn. Hier war ich schon, habe aufgeräumt. Hier auch. Sehe nichts. Oh. Verdammt, ist das Evelyn? Ja. Es ist Evelyn. Verdammt. Da ist Blut auf dem... auf der Matratze. Ich hoffe nicht ihr Blut. Verdammte Schweine, hoffentlich komme ich nicht zu spät. Fuck. Ich muss einen Weg darunter finden. Entweder balle ich mir jetzt doch frei oder... Was? Verdammt! Die Kamera hat sich einfach wieder eingeschalten. Scheiße. Ausschalten. Junge, Junge. Das war knapp. Okay. Zeit für Ablenkung. Shit! Hab mich selbst erschreckt. Ja. Ja, hast du dich. Surprise, Motherfucker! Da! Okay. Das nehme ich noch mit. Und das auch. Und... das hier auch. Und weil es so schön war, das hier auch. Okay. Mist, da ist dieser Serverraum. Aufpassen. Da oben war ein guter Platz eigentlich, um weiterzukommen. Shit, 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 shit. Sehr gut. Tschüss, ihr Loser. Na, am Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Gut zu wissen. Du verschwendest keine Munition. Bin beeindruckt.
Warte eine Sekunde auf mich. Okay, und wo steckst du schon wieder? Ich weiß gar nicht, wie schnell du immer hierher kommst. Na. Wow. Okay, nee. Okay, ich bin da. Alles klar. Suchen wir sie. Halt durch. Wir finden sie, wir finden sie. In Krankenhäusern liegen immer mehr Patienten mit Verletzungen, die durch Fehlfunktion illegaler Wortner Cyberware verursacht wurden. Was ist das? Nicht zugelassene Implantate haben bereits einige tödliche Kurzschlüsse ausgelöst. Das NCPD fordert alle Nutzer von Cyberware nachdrücklich auf, nur von lizenzierten Herstellern zu kaufen. Sie werden es alles klar, die sehen uns nicht. Zahlreiche Nomaden die sind beschäftigt mit BDs. Wow. Alter. Alter! Mist. Oh, fuck. Oh, die hat ein paar Eddies dabei, die arme Sau. Machen wir hier zu, los. Weiter. Fuck. Weiter. Ich habe einen Raum gesehen, da lag sie drin. Wie viel hast du für diesen Willefort rausbekommen? Schon verkauft? Den kann ich höchstens einem Schrotthändler andrehen. Ihnen sieht's aus, als ob zwei Leute gefickt und dann alles vollgekotzt hätten. Oder andersrum. Boah, Scheiße. Sehr ekelhaft. Diese Schweine. Ihr seid Schweine. Okay. Die Kamera ist aus. Das ist Evelyn. Fass sie bloß. Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Okay. Ich bediene mich hier. Ich wollte sie sowieso nicht anfassen. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Oh mein Gott. Was denkst du? Was denkst du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Tja, das ist so ein Arsch. Es ist unglaublich. Egal. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... Jetzt! Lebt sie noch? Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Fuck. Was stimmt nicht mit ihr? Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Was haben diese Schweine mit ihr gemacht? Alter, wer hat dich mit dem Überfall beauftragt? Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Vee? Du willst das jetzt machen? Wann denn dann? Okay, können wir sie bewegen? Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutung oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Scheiße. Okay, bringen wir sie in Sicherheit. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann, okay. Zu den Aufzügen. Ich muss erstmal aufstehen. Es lässt sich besser tragen. Komm schon. Scheiße, dieser Serverraum ist offen. Okay. Komm schon, Judy. Wir gehen.